Seid ihr gegrüßt, meine Freunde. Da bin ich ja wieder, der Sordanovic Sordan. Ja, ich bin immer noch hier im Heerlager und stelle hier gerade fest, dass hier ein Tunnel ist. Das ist sehr löblich. Kohle wird viel gebraucht, nehmen wir gleich mal mit. Wie sieht's mit Eisen aus? Nicht, dass es uns gerade hier irgendwie ins Gesicht springt. Aber gut. Na, Ferdi? So, wir haben das Heilerzelt fertig, soweit. Zumindest erstmal eingerichtet, dass es benutzt werden kann. Ein paar Details kann man da sicherlich noch finden. Und schicker kann man das bestimmt auch noch hinkriegen. Und jetzt brauchen wir ein ganz besonderes Zelt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier einfach hier drauf mache. Mal gucken, ob das reicht. Von der Grundfläche her, wisst ihr? Also hier dann so der Zugang dazu. Ja, ein bisschen. Habe ich noch Erde? Nee. Das Ding in der Mitte, dann die anderen drumherum. Ich glaube, ich muss dann einfach nochmal einen rausgehen weiter. Kein Problem. Hier passt das nämlich irgendwie gut drauf, auf diesen Klotz. Nein, Freunde, es wird noch nicht Nacht, das täuscht. Ihr müsst nicht immer alles glauben, was man euch erzählt. Oh, Steine alle. Na, dann gehe ich jetzt noch ins Bett. Ah ja. Verschluckhuste. Nein. Den schneide ich nicht raus. Handwerkszelt. Lager. Obsidian. Ah, ich hab nur noch 90 Diamanten. Oh Gott. So, wie war das? Das war irgendwie... So. Ah, so. Genau. Ach, siehst du mal. Seit der letzten Version habe ich keinen Verzauberer mehr gebaut. Naja. So, hier hatte ich doch noch, die Bücherregale habe ich schon in der Hand. So, ach so, dann noch natürlich... Ach so. Zeltwolle. Dann nehmen wir schwarze und wir nehmen purpurne. Vielleicht dann wenig blaue. Und dann wenig gelbe. Soweit der Plan. Das kann erstmal hier rein, die Kisten. Obwohl, die Kisten vielleicht nicht, aber die Enderperle. So, Setzlinge Knochenmehl. Die Setzlinge pflanze ich gleich wieder. Achso, und Steine. Du Schwein, wo ist mein Bruchstein? So, jetzt haben wir hier, wenn wir jetzt hier quasi theoretisch die Mitte hätten. Kommt das so hin? Verzauberungstisch hier. Dann, wie war das? Man muss dann Bücherregale drumherum stellen. 1, 2, 3.
So meine ich, war das doch, ne? Ah, Mist. Das wird schief gehen, ja. Das wird auf jeden Fall schon mal für Level 30 reichen. Wunderbar, dann haben wir das doch hinbekommen. Jetzt muss ich hier also nur ein entsprechendes Zelt hochziehen. Was das Ganze auch umhüllt. Schwarz als Grundfarbe. Bisschen blöd, dass ich das jetzt hier mit dem beißt, aber es... Andererseits geht's auch wieder nicht anders, wa? Wenn ich mit einem so großzügig bin, hier wird der Platz zu eng. Sieht keiner. Purpur haben wir nur 3. Nehmen wir die 3 hier für den Eingang. Hier noch so einen schönen blauen wollte ich eigentlich drauf machen. Danke. Brauche ich nur noch Halteelemente. Wir könnten das jetzt natürlich noch so ein bisschen mit so ein paar gelben Tupfern aufhübschen einfach. Einfach um dem Ganzen so ein bisschen so einen magischen Touch zu verleihen. Oder ist das dann... Ist dann albern. Auf jeden Fall machen wir den mal so. So, erstmal die Wolle wieder zurück. Obsidian kann hier rein. Zäune. Da, ganze 9 Stück noch. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Und da hatte ich hier noch Schilder. Da sind auch noch Schilder. Wunderbar. Das muss einfach mal sein. Zwischendurch. Entschuldigung. Wo kommst denn du raus? Das geht doch gar nicht. Was ist das?
Und hier haben wir unseren Feldmagier. Doch wer der Feldmagier ist, ja, das kann einer von euch sein, denn wir brauchen ja nicht nur Ritter hier, sondern natürlich auch Leute, die sich mit der Magie auskennen und uns auf arkanem Wege unterstützen. Und insofern, ob nun hier bei mir oder bei Ceron, bewerbt euch. Sagt Bescheid, wer von euch gerne unser Feldmagier sein möchte. Der muss sich natürlich auch wirklich mit den arkanen Künsten gut auskennen. Magier brauchen keinen Schlaf, deswegen hat er auch kein Bett hier drin. Eigentlich hat er gar nichts hier drin. Außer einem Verzauberungstisch. Aber das ist vielleicht doch das Einzige, was wir hier dringendst brauchen. So. Ist ja vielleicht einer der Ritter, der hier der Feldmagier ist. Das kann ja auch sein. So, das kann alles hier erstmal wieder zurück. Meine Diamanten natürlich nicht. Nein. Die kommen wieder schön in die Endertruhe. Ich hab schon genug Diamanten und eigene Nether-Dinger und sowas hier jetzt ausgegeben. So. Also, der Feldmagier. Vielleicht ein bisschen quietschebunt, aber egal. Womit mache ich als nächstes weiter? Ich kannte das hier mal zu Holz verarbeiten. Das hier kann schon mal alles. Hier, das Tropen und so, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Die erstmal auch nicht. Und da habe ich noch ganz viele grüne Wolle, die habe ich ganz vergessen. So, die Ofen schon mal bestücken. Kann die Kohle erstmal wieder zurück. Als nächstes müsste ja jetzt eigentlich die Feldküche kommen, bevor ich dann mit dem Trainingsbereich weitermache. Oder ich mache das, was ich ursprünglich schon geplant hatte und befestige jetzt erstmal hier den Zugang zum Lager noch ein wenig. Aber dazu muss ich erstmal ein bisschen terraformen. Da muss die Erde her. Das ist immer fatal. Hast du die beiden aufs Deck? Dann kannst du nicht sehen. Jedenfalls nicht genau sehen, was was ist. Ah, wird schon wieder so spät. Also lecker Gammelfleisch gibt es nachher reichlich. Hier in der... Ihr wisst schon. Feldküche. Ist das Wolfgang Hohlschaf? Hat er es geschafft, rauszukommen? Das wäre natürlich klasse. So. Oh oh. Erste Creeper entstehen. So. Jetzt aber nicht zu weg. Einfach mal über die ganzen Zelte rüber in bester Assassinenmanier und ab ins Bett. Nacht. Noch was ich hier mitnehmen muss? Nö. Nö ist gut. Was zum Geier mit den Glücksschweinen hier wohl passiert ist, das frage ich mich. Die Armen. So, wie machen wir das am dümmsten hier? Wir haben hier nicht viel Platz, weil die Zelte dann da schon ranreichen. Also müssen wir so ein bisschen das Substanz davor bringen.
Nee, warte. So nicht, anders. Das hier ist jetzt der sogenannte Hexenwachter-Schnellturm. Also bei uns in Hexenwacht, da müssen ja öfter mal Schnelltürme gezogen werden und da gibt es dann dieses Modell Schnellturm, das ist das hier. So. So sieht das dann aus. Und jetzt brauchen wir hier oben eine Werkbank. Nein, da gehe ich runter für. Da packt mich dann doch der Geiz. Die geheimnisvolle Musik wir jetzt haben. Geheimnisvoll. Secret. Hier ist noch ganz viel Fichti. Das ist wichtig. So, das Modell schmerzhaft. So, machen wir schön. So eine Dinger drumherum. So, look for that. Das ist garstige Treppe. Ich hasse über Kopf arbeiten, das hasse ich auch im echten Leben. Also, das ist so anstrengend und dann klappt es immer nicht. Dafür gerne auch mal weh. Ich mache das Rückenschmerzen von. So. Ja, geht doch. Ist der groß genug? Oder müsste der noch ein bisschen höher? Zwecks wegen durchreiten. Ah, Leute, tut mir leid. Ja doch, wir gehen hier lieber nochmal. Huch. Gehen wir lieber nochmal ein, zwei Bahnen nach oben. Ja gut, den Turm, das mache ich jetzt gleich fertig. Ich will nämlich erstmal vorführen, was dann der Plan ist. Ganz recht, eine Palisade um das Heerlager ziehen. Und es war immer wieder die Befürchtung, dass wenn wir nicht da sind, nicht, dass dann hier die Kultisten einmarschieren. Seht ihr, da versuchen sie es schon, aber sie scheitern an der Palisade.
Obwohl die noch nicht mal fertig ist. Haha. Und verbrennen dann da. Jämmerlich. So soll das sein. So, mache ich hier auch noch ein bisschen Erde hin, damit wir hier dementsprechend solchen Turm setzen können. Und dann sind wir eigentlich für heute auch schon wieder so weit rum. Das heißt, das hier baue ich bei Zeiten weiter. Ich wollte jetzt erstmal nur andeuten, wie das hier aussieht. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich erstmal mit den wichtigsten Sachen weiter, nämlich mit den Zelten, wie es angekündigt war. Da müssen wir mal schauen, dass wir mit dem Übungsgelände anfangen. Dann kann ich das hier alles in Ruhe umzäunen und dann und dann und dann und dann. Dann wird das. Das ist übrigens absichtlich, dass ich das jetzt hier in so Düsterholz halte. Dann machen wir das jetzt mal ganz schnell hier. So nicht, mein Freund, so nicht. So erst recht nicht. So, dann kommen hier natürlich wie immer, wenn ich einen Turm baue, kommen hier Zinnen drauf. Aber weil es eine Holzpalisade ist, dementsprechend auch nur Holzzinn. Aua. Natürlich will ich die Erfahrungspuppel hier nicht liegen lassen. Ja, dazwischen können wir dann Zaunelemente machen, dass man da nicht runterfallen kann. Dann haben wir hier Fichti-Zäune. Und da hinten wächst schon wieder Fichti nach. Oh, wunderbar. Genug Fichtiholz ist also vorhanden für den Plan. Dann kommen wir inzwischen einfach Zaunelemente. Das hält dann so ein bisschen diesen Stil vom Wachturm aufrecht dort. Achso, und hier kommt natürlich eine Turmplattform rein. Man kann hier noch gleich. Nee, der muss andersrum. Auch gut. Hier ist dann ein Halter für die Luke, die wir noch anbauen können. Und dann wird das hier sicher, magisch und sicher. So könnte man diese Folge nennen. Komm her, jetzt haben wir es ja, ne? So, restliche Stickies hier rein. Drauf. Zäune drum, fertig ist der Wachturm. Und hier bauen wir so ein Tor dann rüber und da drüben den Zwillingsturm dazu. Und auf der anderen Seite vielleicht etwas Ähnliches. Aber das mache ich so ein bisschen nebenbei. Die nächste Folge, wie gesagt, kümmere ich mich erstmal um das nächste Zelt, nämlich das die Feldküche, damit die endlich mal fertig ist. Und dann bauen wir noch ein Lagerfeuer und alles wird schick. Gute Nacht!